GameCube Silvester Gala geht weiter. Es ist 5 nach 10 und wir haben einen neuen Mann der Stunde. Aber ich glaube, wir müssen den nicht großartig weiter vorstellen. Nein, da muss man gar nicht viel zu sagen. Das erklärt sich alles von selbst. Und wir spielen weiter Peggle. Wer hätte das gedacht? Bald haben wir es geschafft. Ja, wir sind doch fast schon mit der Peggle-Hauptkampagne fertig, oder? Ja, das sind jetzt alles Level, die kenne ich noch gar nicht. Ich hätte auch die ganze Geschichte, die habe ich jetzt, kannte ich bis dahin noch gar nicht. Ob das noch ein Twist kommt? Irgendwas mit Kugeln. Wir haben in der letzten Folge, teaserig wie wir sind, aufgehört und gesagt, es kommt irgendwas mit Charlotte Roach. Ja, es ging, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, um Jean Pütz und dass der, genau, Hobbitek gibt es nicht mehr irgendwie, sehe ich zumindest nicht mehr und schon gar nicht mit Jean Pütz. Und der arme Mann, der wurde von Charlotte Roach in der großartigen Talkshow Roach und Böhmermann, ja, die ich Anfang des Jahres total doof fand, die aber richtig gut geworden ist, in die Pfanne gehauen, denn es ging irgendwie um jemanden, der auch in Köln wohnt und dann hat... Nee, oder Charlotte Roach wurde gefragt. Auf jeden Fall ging es darum, dass wenn man in Köln wohnt, dann wisse man ja wohl, dass Jean Pütz voll der rattige Typ sei. Und das wohl recht laut und recht öffentlich immer der Welt... Weil er drüben schon was vorbereitet hat. Oder? Keine Ahnung, ob das die Masche ist. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ja, und das kann man jetzt angucken, Rausch und Böhmermann oder ich was? Das ist am Anfang des Jahres total. Am Anfang zerrissen. Fand ich sehr überkünstelt. Also, als wüsste da keiner so recht, ja, wir wollen Hauptsache cool sein und so. Aber inzwischen haben die sich echt in den Griff gekriegt und das ist eine sehr interessante Sendung geworden. Aber dann haben wir auch angefangen, ein überproduziertes Let's Play Special zu Peggle zu machen. Insofern können wir Leute, die gerne cool werden. Ich glaube ja immer noch, dass das hier unser Schmidt-Dampferfahrt-Special wird. Falls sich jemand noch erinnert, vor 10 Jahren war es, glaube ich, hat Harald Schmidt wochenlang angekündigt, er macht eine Rheindampferfahrt mit prominenten Gästen und so. Und das war dann das absolute Debakel. Meistens war es nicht lustig, wobei jeder, dem ich das erzähle, der fand es total witzig. Aber Schmidt fand es selber nicht witzig. Am besten ist die Nummer mit, meine kleine Schwester heißt Hedi. Was? So geil, da singen sie so ein Lied an Bord. Bastian Pastewka und Olli Dittrich und Harald Schmidt und wie sie alle heißen. Und das ist einfach der totale Irrsinn. Vor allem, wie der Pastewka abgeht. Was macht der eigentlich momentan? Weiß ich gar nicht. Die produzieren doch, ich bin ja Facebook befreundet mit Menschen von Bummfilm. Nein, Krabbeis und so. Genau, die unter anderem eben auch die Pastewka-Show machen. Die Serie, meinst du? Die Serie. Mhm. Und da kriege ich jeden Tag irgendwie, gibt es da so Produktionsfotos von der neuen Staffel. Also irgendwie scheint er weiter noch seine Pastewka-Show zu machen. Ja, zu Recht, die ist ja nicht übel. Ja. Wir haben in der letzten Folge noch irgendwas angekündigt. Ich habe vergessen, was Regie, was haben wir noch angekündigt, was wir sagen? Du wolltest erklären, warum du im Gegensatz zu mir Star Citizen doof findest. Ach ja, stimmt. Ja, nee, Ausblick aufs neue Jahr ist ja jetzt im Endeffekt dran. Wir haben ja schon in den letzten Folgen höchst professionell mit dem Jahr abgerechnet. Und nee, das soll nächstes Jahr gar nicht fertig werden, oder Star Citizen? Nee, kommt erst 2014, 15. Gut, dann hat sich das erledigt. Nee, Quatsch. Aber zeig zumindest, du... was so entsteht in den nächsten Jahren. Ich bin ja ein großer Kickstarter-Zweifler. Ich glaube ja nicht an dieses ganze Zeug. Und ich finde auch, dass das, was man von diesem Star Citizen sieht, dann als Spiel genauso abgehen wird wie Freelancer. Nämlich, sieht gar nicht so schlecht aus, aber es ist dann nur an Checkpoints Piraten abschießen bis zum geht nicht mehr. Vielleicht hat der Larry Holland Zeit von der X-Wing-Serie, der Robots beraten kann, was coole Missionen angeht im Weltraumspielen. Das war ja das einzige Manko an Freelancer. Ja. Aber trotzdem, keine Ahnung, ich mag mal wieder ein Weltraumspiel spielen. Und so wie das aussah, will ich das spielen tatsächlich. Hast du da gebackt? Nein, ich habe noch gar nichts gebackt. Ich weiß es gar nicht. Ich gebe ungern Leuten Geld für was sie noch nicht gemacht haben. Okay. Ja, wie zum Beispiel mir, für dieses Level zu schaffen. Großartig. Furchtbar. Ach, das ist viel zu schwer mit dem Drachen. Wir stellen uns aber auch, glaube ich, unendlich an. Mir kommt auch so vor, als bin ich mir so konzentriert wie am Anfang. Wo mir das Spiel noch total gefallen. Aber guck mal hier, und die Kugel und der links und rechts. Und, oh. Nee. Aber wo wir noch total konzentriert sind und wo gefeiert wird, ist bei unserer Spendenhotline. Wir können mal kurz zur Spendenhotline schalten, oder? Ja. Weiß da keiner, wo die gerade sind. Keine Aber die Ahnung. Sind auf jeden Fall sehr fleißig. Die und, sind halt immer noch hochmotiviert. Ja. Also vor allem dafür, dass wir denen halt auch nichts geben. Aber trotzdem. Die vielen Dank. Nichts. Nee, warmes Essen? Ich glaube nicht. Also ich, als ich bei denen war, habe ich auch kein warmes Essen gekriegt. Was hast denn du da gekriegt? Außer den Stein der Schande. Schlag aufs Auge und ein Hinweis, dass ich auf dem falschen Parkplatz stehe. Oh. Nein, so schlimm war es gar nicht.
Wurdest du nicht gebeten, nie wieder zu kommen? Doch, die haben mich gesagt, ich soll noch 1000 Mal kommen. Ganz oft. Ich glaube, das haben sie aber nicht ernst gemeint. Ja, aber wird viel gespendet. Vielen Dank. Wunderbar. Ja. Ich meine, die können es auch brauchen. Also jetzt nicht High Five. Nein, nein, nein. Wir spenden nicht für High Five. Nicht, dass du irgendwie... Es weiß doch jeder, wofür hier gespendet wird. Ja, jedenfalls also, nicht High Five. Also falls ihr denkt, na, denen gebe ich doch kein Geld. Stimmt nicht. Die kriegen davon gar nichts. Nicht mal ein warmes Essen. Das ist gerade eine alberne Art und Weise, über Kickstarter zu richten und zu sagen, ich gebe denen nichts und im gleichen Moment einen Spendenmarathon. Jetzt mach mal was, Afrika, echt. Wobei es hier ja nicht um Afrika geht, die wissen alle, um was es geht. Ich weiß nicht, um was es geht. Oh, oh, oh. Aber ist mir auch egal, es geht ums Event. Das ist nämlich beantwortet. Du hast nur noch 2 Kugeln, mach jetzt keinen Scheiß. Ja, ich weiß. Das nervt mich nicht. Der Ton wird schärfer. Ja, ah! Ja! Wow! Habe ich 2 Kugeln gebraucht? Awesome! Komm, und die 100. Nee, 50. Oh, auch nicht schlecht. Reicht auch. Fever. Nächstes Level. Er ist echt nicht mehr weit bis zum Schluss. Nee. Wobei es mir langsam auch ein bisschen... Die Luft ist langsam raus hier bei Peggle. Was? Können wir nicht was anderes spielen? Ja, was soll man denn sonst machen? Weiß ich nicht. Irgendwie was Stimmung macht. Keine Ahnung, Entertainment. Drogen. Keine Ahnung, ich sing jetzt was. Hä? Ich sing jetzt was. Okay. Ja, mein voller Ernst. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep, I keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't that a kick in the head? Das ist der Lehrer. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? Das war der Trommler. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I go to sleep, I keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She picked out a king-size bed. I couldn't feel any better or I'd be sick. Tell me quick, kick. Tell me quick, ain't love a kick in the head. Peggle! Bist du jetzt zufrieden? Ja, war finde ich ganz gut. Okay. War ein bisschen Stimmung im Haus. Ja. Das war so wie wenn Helge Schneider selber so Dialoge nachsynchronisiert. Ja, was ihr nicht wisst, alle Dialoge hier sind von Helge Schneider nachsynchronisiert. Ja. Nee, es kann ja nicht jeder so gut singen wie wir, aber einer, der konnte das. Und da gucken wir uns doch gleich mal an, was der so erlebt hat. Mit Betonung auf konnte. Moment mal, jetzt verrat doch nicht wieder alles. Schauen wir doch mal hier in die Analyse. Was im September so passiert ist. September 2012. Der Erfolg des Let's Play-Kanals GameTube fordert ein prominentes Opfer.
Elvis Presley, der größte Entertainer der Welt, findet heraus, dass die Zeit, in der wackelnde Hüften Frauen begeistern konnten, vorbei ist. Der King of Rock'n'Roll zieht sich in seine Villa in Memphis zurück, um Tage und Nächte lang GameTube zu gucken. Dabei wird er schwer Medkit abhängig. Elvis stirbt an Herzversagen, als er erfährt, dass die nächste Daisy-Staffel noch etwas auf sich warten lässt. Armer Elvis. Armer Elvis. Ach, Elvis war super. Wann spielt denn ihr Daisy? Jetzt spielt mal wieder Daisy. Echt? Wir spielen schon wieder Daisy, wenn das mal fertig ist. Also wir wollen das nicht mehr als Mod, sondern wir wollen das spielen, wenn das als Standalone-Spiel rauskommt. So wie War Z oder War Z. Das spielen wir auch, wenn es fertig ist. Ja. Im Jahr 2041. Mann, wie ich mich hier anstelle. Ich habe dich übrigens gerade um deinen, was? Deinen Peggeln gebracht. Oh nein. Ich probiere es gerade nochmal. Aber jetzt bin ich voll eingegroovt in die, wie das hier alles funktioniert. Ja, man muss manchmal schon aufpassen, wo der Eimer ist, gell? Das ist ja die Frage des Abends, wo ist eigentlich der Eimer? Wo ist der Eimer? Da gab es auch diesen Werbespot. Wo ist der Eimer? Nee, Deinhard. So, wo ist der Deinhard? Wir machen keine Schleichwerbung für Deinhard. Wir machen Schleichwerbung für Bru d'Argent. Wie geil der Daniel drauf ist, Sachen auf Französisch auszusprechen. Es ist Französisch, also spricht man es Französisch. Der heißt Brut d'Argent, Mann. Ah, Hugo Cabré, Le Hobite. Furchtbar. Die Regie sagt, mehr Kindergarten, nee, was? Also Entschuldigung, Regie. Mehr Kickstarter. Statt geht noch mehr Kindergarten als das, was wir hier gerade machen. Die Regie lacht. Ah, apropos, wo ist eigentlich, wo sind Fritz und Martin? Ich frage nochmal kurz nach. Der Gag mit dem Hand am Ohr, der zieht nicht mehr, Michi. Was? Ich darf immer nur im Ohr popeln. Aber nicht bei mir im Haus. So. Ich höre gerade aus der Regie, dass Fritz... Die könnten jetzt wenigstens mal unterwegs sein, oder? Ja. Die haben doch auch noch ihr Showprogramm heute. Was? Echt? Ja, ja. Das wissen die noch nicht, aber gut. Ja, also bisher fehlt jegliche Spur von ihnen. Man weiß nicht so recht, wo sie sind. Aber ich glaube, die sind auf einer geilen Silvesterparty, wo sie uns nichts gesagt haben. Warum? Weiß ich nicht, aber keine Ahnung. Das ist Wahnsinn, hier gibt's Gesang, hier gibt's Sekt, hier gibt's... Ja, hier gibt's echt alles. Fast. Pumpiges Gequatsche. Das gibt's aber auf jeder Silvesterparty. Spätestens irgendwann so ab 2, 3 Uhr. Ja. Hä, hey, weil du gehst ja schon lange. Überhaupt. Jetzt. Der war nee, die Regie sagt völlig zu Recht mehr Kickstarter. Hast du was gebackt bisher? Ja. Was denn? Ich habe nicht, also auf Kickstarter habe ich ein Projekt gebackt, das ist aber kein Spiel. Wie? Ich habe LiveX. Ich habe LiveX gebackt. Das ist eine Lampe, also eine Glühbirne, die man über Wi-Fi direkt ansteuern kann und irgendwie dimmen in jeder Farbe. Und das Coole ist, du kannst dann mit deinem Telefon mehr oder weniger ganzen Profile für den Raum so festlegen. Also halt sagen, wenn du aus dem Haus gehst, mit dem Telefon in der Hand, kriegst geht das Licht Geld aus. Kriegst du Geld von LiveX? Wieso? Das klingt gerade so. Ich habe halt dafür bezahlt. Wenn das kein großartiger Erfolg wird, dann kriege ich meine Glühbirnen nicht. Das Lustige ist, ich habe das gebackt und dann kam irgendwie einen Monat später Philips mit genau dem gleichen Ding in fertig raus. Du weißt ja, was ich von Energiesparlampen halte. Ja, du hast die überall in der Wohnung. Ja, weil es keine anderen mehr gab. Und ich wollte nicht auf dem fiesen Energiespar-Schwarzmarkt einkaufen. Nein, ich habe natürlich ein anderes Spiel gebackt, aber nicht auf Kickstarter, sondern auf Pling. Das ist das deutsche Pendant zu Kickstarter. Nämlich das Saber Rider-Spiel. Das ja langsam zu Potte kommt, oder? Habe ich da nicht neulich irgendwas gesehen? Erst das Screenshot oder so? Ja, es gibt da schon 1000 so vereinzelte Screenshots und auch kurze Gameplay-Sachen. Also noch nichts irgendwie wirklich fertig. Ich meine, es sieht jetzt nicht so überragend aus, aber ich habe halt, ich bin der erste Backer. Ist das nicht für ein DS? Das ist irgendwie, erst war es für ein DS geplant, inzwischen ist es auch für 360 und PS3 und PC. Ach, irgendeine Plattform, wenn es für irgendwas rauskommt, wäre ich schon dankbar. Was ist, wenn du die Plattform nicht hast, für die es rauskommt? Kommt ja nicht alles für alle Plattformen raus wie Peggle. Ja, dann kaufe ich mir das halt. Nur wegen dem Saber Rider Spiel. Ich will einmal ein Spiel haben, wo ich in den Credits ganz oben bei den Unterstützern drin stehe. What a life. Ja, was hast du denn schon unterstützt? Nix, du gibst ja vorher nichts raus. Nicht. Aber ich finde zum Beispiel die Wahl der EU zum Friedensnobelpreisträger nicht verkehrt. Nicht, dass ich das unterstützt hätte, aber je später der Abend, desto besser die Überleitung übrigens. Nee, es ist eine gute Wahl. Also besser als Obama letztes Jahr. Nicht, dass Obama den, keine Ahnung, nicht so einen Preis kriegen kann, aber vielleicht sollte er. Aber das hatten wir schon 1000 Mal. Aber mit der EU heuer, das war schon ganz gut. Heuer sagt man übrigens in Bayern und bedeutet dieses Jahr. Dieses Jahr, ja.
Nee, war ganz gut, weil die Menschen immer vergessen, dass die EU nicht nur Griechenland niedermachen will. Nein, sondern dass die Ach EU... Ach so, die machen auch was anderes? Dann die EU hat uns Jahrzehnte des Friedens und der... des internationalen Kennenlernens auf friedlicher Basis beschert und dafür muss man sehr, sehr dankbar sein. Das wird echt immer gerne vergessen. Ich meine, es wurde jetzt über diesen ganzen die EU bekommt den Friedensnobelpreis mehr Witzchen gemacht, auch von mir, als mal drüber nachzudenken, was das eigentlich heißt. Also denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach und denkt vor allem auch mal an die Kinder. Also an uns. Und da kommt die EU-Hymne. Die Family Guy Szene mit Beethoven, wie er da drauf kommt, ist auch super. Wie geht die? Kenn ich gar nicht. Kennst du bestimmt, du kennst doch alles in Family Guy. Ja, aber das fällt mir gerade nicht ein. Da ist wieder so eine Rückblende irgendwie und dann einer so, ja, das war wie damals, als Beethoven dachte, er hätte eine gute Idee gehabt. That's good. Das ist ja doch eine relativ simple Melodie. Es geht weiter. Herrschaftlicher Rat. Das sieht gar nicht mal so schwer aus. Blöb. Ha! Treffer versenkt. Was kommt denn nächstes Jahr noch? So, außer Kickstarter. Es kommt ja irgendwie, nächstes Jahr ist ja der März, der neue November. So wettermäßig oder was? Nennt man dann den, wie den Movember, den März eigentlich auch dann den Mords? Irgendwas mit M am Anfang und März. Der Mord. Nee, ich bin sehr gespannt auf Bioshock Infinite tatsächlich. Und weil ich mir gar nichts davon verspreche, wird es bestimmt super. Es geht mir ähnlich, ja. Tomb Raider. Ja. Tomb Raider kommt schon im Februar, Januar, Februar, März. Was weiß ich? Oder war es April? Regie. Regie? Tomb Raider? Zwei Daumen hoch. Moment, was hat das denn zu bedeuten? Nee, Tomb Raider wird, glaube ich, ganz cool. Hoffentlich ist es ein bisschen frei so, also dass es nicht so dieses Abhaken von also, was Schläuchen ist, aber glaube ich gar nicht. Da steht Februar. Februar. Im Februar kommt es raus. Nee, aber was bei Tomb Raider ja ein bisschen so das Problem sein könnte, ist ja auch was Far Cry dieses Jahr hatte, ist so der Unterschied zwischen der Hauptfigur, wie sie ist, wenn man sie spielt, und wie sie ist, wenn sie in Zwischensequenzen sich... Also ist ja bei Far Cry auch so. Der Jason Brody ist halt dann, ich bin hier auf dieser Insel und ich weiß nicht so recht, was ich tun soll. Ich habe Angst davor, Leuten Gewalt anzutun. In der Zwischenzeit hast du halt drei Dörfer niedergebrannt und alles, was es an Wildtieren gibt, niedergemacht. Und das ist in Tomb Raider auch so ein bisschen, dass Lara halt in den Zwischensequenzen immer sehr weinerlich tut und sie hat Angst vor allem, aber hat auf dem Weg zu der Zwischensequenz halt schon irgendwie vier Leute niedergemessert. Das alte Nathan-Drake-Problem. Ja. Das ist in Uncharted auch so, dass Nathan zwar irgendwie der nette Typ sein soll, der lustige, gewitzte Abenteuer. Wow, guck dir den an. Ja. Oh, jetzt wird es aber eng. Zwei Kugeln noch, zwei Packs, aber da, ja, die kommst du ran. Vielleicht noch über Bande an die andere. Aber wie? So, irgendwie. Ich glaube, das geht halt nicht. Warte mal, ich nehme mir den Kübel. Großartig. Naja, nur die 10.000, aber ja, mal. Ja, komm. Bist du hier, ne? Du Hosen geschissen. Ich meine beste Hosen geschissen. Ah, was kommt noch nächstes Jahr? Eine ganze Menge. Neues God of War, auf das niemand wartet, kann das sein? Das ist ganz schön komisch, gell? Wir haben uns, was wartet haben wir irgendeiner uns? Von euch auf das neue God of War? Wie ist es? Was heißt denn von euch? Von denen im Fernsehen. Euch? Wir sind ja im Fernsehen, von denen vor dem Fernsehen. Nee, will jemand das neue God of War, beziehungsweise was ist damit eigentlich los? So wie, was haben wir uns über God of War 3 gefreut? So, oh geil, das erste PS3 God of War, und wie geil sah das aus? Und war halt ein solides God of War Spiel. Und alles, was sie von Ascension zeigen, was auch im März, glaube ich, schon kommt. Ja. Sieht genau aus. Der Kontrollblick zur Regie. Das ist halt immer das gleiche Multiplayer-Level. Und Multiplayer. Ja, Entschuldigung, ich will aber kein God of War Multiplayer. Und wenn, dann möchte ich das bitte halt dann entscheiden, wenn es soweit ist. Ich möchte gern was aus der Kampagne sehen. Ich möchte Kratos kämpfen sehen. Das haben sie ja auch schon gezeigt. Und das war auch bisher nicht sehr spektakulär. Oh, das ist aber schön. Schönes Ding stand noch da. Ja, was ich das große Problem finde, was man bisher so gesehen hat, ist, es sieht zwar alles von der Technik nach Current Gen aus, so wie God of War 3 halt auch. Aber es hat sich irgendwie bei den Animationen ein bisschen was getan, finde ich, in den letzten Jahren. Und Kratos bewegt sich immer noch wie, hoppla, wie in zur PS2-Ära. Und der wirkt so, der passt nicht in diese Spielwelt von den Animationen. Das ist alles so altbacken. Also mal gucken, was da noch draus wird, aber... Fritz sagt, 5. März kommt God of War. Der Fritz? Hat er dich gerade angerufen, oder was? Ja, über... Scheiße, jetzt habe ich es verraten.
die Regie als F.R.I.Z, was die Abkürzung ist für... Das ist doch ganz einfach, wenn ihr bei Regie 5 Buchstaben umstellt und ein paar verändert, kommt Fritz dabei raus. Da hättet ihr aber auch schon längst drüber draufkommen können. Und wer sonst hat so einen Spiele-Sachverstand und gibt uns immer die Einsager wie der Fritz, um mal ein bisschen zu heucheln. Aber es ist wahr. Aber wie kann man so lange brauchen von hinter der Kamera bis hierher? Das ist ja lächerlich. Tja. Ich habe noch 2 Kugeln und 2 Packs. Was mache ich denn jetzt? Ja, sieht knifflig aus. Dir ist es doch alles ganz egal. Das ist doch alles nur ein Abenteuer. Ich fieber hier total mit. Fieber. Ja. Was kommt denn noch? Es kommt so viel. Beyond Two Souls? Ja, das wird halt genau wie Heavy Rain, während man es spielt, super mitreißend sein. Und wenn man nachdenken. Ja, wenn du es dann durch hast und merkst, es hat überhaupt keinen Sinn ergeben, was hier gerade passiert ist, dann... Ich komme über den, müsste ich da in dieses... Das könnte klappen. ...diese Lücke reinkommen, oder? Komm. Ah! Oh Mann. Wäre ich will. Schön gewesen, ja. Oh, der will. Naja. Das ist eins von den Metal Gears, oder? Ground Zeroes oder Metal Gear 5. Wobei man ja, also offiziell ist es immer noch nicht, aber naja. Sehr viel offensichtlicher müssen sie es nicht mehr machen. Ich fände es so geil, wenn es kein Metal Gear 5 ist, sondern wenn es tatsächlich The Phantom Pain ist, was nichts mit Metal Gear zu tun hat. Nee, die Verarsche war nämlich, dass es alles danach aussah, als wäre es Metal Gear 5 gewesen. Wenn Kojima was anderes als Metal Gear machen könnte, dann ja, aber... Der hat doch bei Lords of Shadow mitgemacht. So ein bisschen Kojima Productions. Und Lords of Shadow war super. Und da kommt auch der zweite Teil. Meine Theorie ist ja, dass das Phantom Pain, dass das Liquid Snake ist, den man da spielt. Weil dem fehlt ein Arm. Nicht viel zu sagen, weil ich von der Metal Gear Saga ungefähr so viel Ahnung habe wie von der Geschichte von Bayer Uerdingen. Wie? Da weißt du nichts drüber. Nee. Ja, stimmt. Lords of Shadow 2 kommt auch. Da freue ich mich auch total drauf. Das hast du ja nicht durchgespielt. Hast quasi die Hälfte aller getragenen Patrick Stewart-Einleitungen von jedem Level verpasst. And then Gabriel. The ball fell down onto the pegs. Blue ones lurking in the shadows, while the red ones hiding behind their unmortal peons. Ich glaube, die Lache macht er nicht, Patrick Stewart. Meinst du nicht? Patrick Stewart hat es ja inzwischen zu einem Meme geschafft. Muss man auch erstmal hinkriegen. Wie, das ist doch schon Jahre alt. Ja, aber... Na, bis es bei dir ankommt, dann... Ja, ich bin einfach ein bisschen langsam, was so Memes angeht. Hast du das mit der lustigen Katze gesehen? Super. So, jetzt komm. No! Schon wieder verloren. Das gibt's ja nicht. Mann, es zieht sich. Kriegen das noch durch? Ja, ich glaub's auch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Na! Was kommt denn noch an neuen Spielen? Wir haben noch 1,5 Minuten, um ein Spiel noch durchzuprügeln. Fritz, hilf uns. Aliens! Ja, hier, Gearbox. Nach dem Gesetz der Serie muss wieder schlecht werden. Stimmt, ja. Gearbox wechselt sich ja immer ab. Ein gutes, ein schlechtes, ein gutes, ein schlechtes. Ach, das wären lustige 2,5 Stunden. Sing. Was? Hauptsache lustig. Und ich packe kurze Spiele. Aber das könnte tatsächlich auf der Wii U mal wieder lustig sein, weil da hast du dann den Motion Tracker auf dem, ja, auf dem Bild unten. Can't wait. Das war mein Ernst. Ich konnte ja Alien vs. Predator. Die Marines-Kampagne nie spielen, warum, weil ich ja so, so ein Spinnenproblem habe. Und in der Marines-Kampagne war es nicht das mit dem Motion-Tracker, sondern es gibt das eine Level mit den Facehuggern. Und wenn du dich umdrehst und dann kommt dieses der Facehugger auf dich zugelaufen und springt dir ins Gesicht. In dem Moment so, Escape, Dankeschön. Auf Wiedersehen, Marines-Kampagne. Dafür war die Aliens-Kampagne der Hammer. Dann müssen wir eigentlich dich und den Fritz da durchjagen. Das ist totale Angst, du Geddon. Ja, ja, vergiss es. Ich habe keine Zeit. Ja, wir müssen nämlich die nächste Folge noch machen. Gleich im Anschluss. Bis dann. Ciao. Adieu.